Und? Digga, was ist das? Kann mir das jemand erklären? Kann ich hier so auf den Berg drauf? Wow. Leute, im heutigen Video werden wir richtig krasse Stumbleguys-Mythen testen. Wir werden schauen, ob es auf den verschiedenen Maps vielleicht geheime Orte gibt oder vielleicht Abkürzungen, die noch keiner von uns kennt. Macht das Ganze auf jeden Fall nicht nach und schaut das Video bis zum Ende, denn es wird ultra krass. Lasst auf jeden Fall ein Like da und ein Abo. Und jetzt würde ich sagen, reden wir nicht lange drum rum und starten mit dem Video. Let's go! Also Leute, wie gesagt, macht das Ganze nicht nach. Wir sind hier jetzt auf der ersten Map Lava Rush. Ihr könnt sehen, dass ich hier richtig schnell laufen kann, richtig hoch springen kann und mich richtig weit nach vorne hechten kann, Leute, wie ihr sehen könnt. Und so werden wir jetzt schauen, ob es hier irgendwo geheime Orte gibt oder Abkürzungen, die ich einfach noch nicht gekannt habe oder ihr noch nicht kennt. Wir können auf jeden Fall hier außen rumlaufen, Leute, und rutschen hier einfach aus. Keine Ahnung wieso. Mal gucken, ob wir hier auf diesen Vulkan drauf können. Ja, wir können drauf und bekommen hier auch irgendwie gar keinen Schaden. Keine Ahnung wieso, obwohl da dieser Feuerball raushüpft. Okay, Leute, können wir hier unten runterspringen. Ja, wir können hier unten runterspringen. Direkt wieder hier oben drauf und irgendwie durch die Flagge nicht durch. Okay, die Flagge hat uns jetzt einfach Schaden gemacht. Jetzt werde ich einfach mal hier außen rumlaufen. Und kann ich hier runter? Dann könnte ich ja theoretisch komplett um die ganze Map laufen, wenn das Ganze funktionieren sollte. Dann mache ich das immer so. Nein, okay. Man stirbt dann auch irgendwann an einer Barriere. Kann man hier auf diesen Vulkan drauf? Ja, obwohl da Lava ist, passiert einem nichts. Okay, wir gehen mal weiter vorne hin und gucken mal, was wir hier so machen können. Wir boosten uns mal nach vorne, gehen mal hier hoch und gucken mal, ob wir hier auf den Baumstamm hier drauf stehen können. Wir können einfach hier drauf stehen. Ey, das ist krank. Das ist richtig, richtig krank hier. Und wir sind, wie gesagt, auch alleine hier auf der Map. Und ich will noch hier drauf gehen. Kann ich hier drauf? Ja, hier kann ich auch einfach drauf. Ich muss schauen, wie viel Zeit ich noch habe. Ich weiß es natürlich hier nicht. Keine Ahnung, wann die Runde sich hier automatisch beendet. Aber es ist halt richtig unlogisch, dass man hier drauf laufen kann. Richtig los. Kann ich hier runterspringen? Ja, ich kann hier einfach runterspringen. Aber werd dann irgendwann mal zurück teleportiert. Verstehe schon. Okay, okay, okay. Die Lava macht mir auch Schaden. Ich kann mich aber hier einfach nach vorne boosten. Komm schon, komm schon, komm schon. Wir müssen noch weiter hier Sachen testen. Jetzt bin ich aber immer wieder am Anfang, weil ich halt keinen Checkpoint bekomme. Ah, okay, da kann ich irgendwie nicht hin. Also es ist echt komplett verwirrend, diese Map. Und ich bin gleich gespannt, was uns auf den anderen Map hier erwartet. Let's go, Leute. Wir laufen hier mal weiter und gehen mal hinter die Map. Mal gucken, kann ich hier hinten hin? Ja, hier kann ich auch rumlaufen. Und das war's mit der ersten Map. Die nächste Map, die wir uns genauer anschauen, ist Spin Go Round. Und da gehe ich jetzt direkt mal hier nach hinten. Weil immer, wenn man auf dieser Map ist, dann geht man direkt nach vorne. Aber hier hinten scheint nichts zu sein. Bin jetzt mal gespannt, ob die Flaggen hier auch durchlässig sind. Ja, man kann da nicht drauf springen. Sehr, sehr mies. Okay, Leute, wir sind jetzt hier ganz easy hochgekommen. Könnten jetzt theoretisch einfach hier außen rumlaufen. Seht ihr das? Und die ganzen Hindernisse einfach überspringen. Das ist halt echt nice mit diesem Super Jump. Hier können wir auch einfach drauf. Wahrscheinlich durch die Flagge durch, ja, und hier außen rum einfach laufen. Dann hier drauf gehen, Leute, zack. Okay, jetzt habe ich mich leider treffen lassen, aber ja, okay, das war es dann komplett und wir sind halt wieder direkt am Anfang, weil wir keinen Checkpoint mitnehmen. Kann ich hier in der Mitte drauf? Nee, das scheint nicht zu gehen. Kann ich da irgendwie reinlaufen? LOL! Man kann da drin stehen bleiben? Was? Man ist geschützt hier drin? Man kann da... Also... Bitte, dann kann ich ja einfach immer so durchlaufen und ich laufe da immer außen rum. Okay, das ist halt jetzt sehr, sehr gut zu wissen, dass man da einfach durchlaufen kann durch diese Hammer. Lol, okay, Leute, kann man hier oben drauf stehen? Ja, aber man slidet so ein bisschen nach unten. Sehr, sehr schade und ich lasse mich hier die ganze Zeit treffen. Mann, für die nächsten Videos, Leute, wenn ihr das feiert, werde ich das natürlich machen. Oh... Okay, ich bin jetzt hier außen. Kann ich das? Nee. Man springt da komischerweise einfach durch. Richtig komisch und verwirrend, Leute. Geh mal hier wieder zurück. Das mit den Hammern, das fasziniert mich halt komplett. Guck mal, ich warte einfach und kann da einfach durch. Okay, manchmal funktioniert es nicht. Also irgendwie checke ich das nicht. Okay, hier bei den Bällen ist es eh schwer, weil die Bälle mich boxen. Aber krank, Leute. Krank. Aber sonst gibt es hier halt wirklich nichts, nichts Krasses, was man hier erkunden kann. Weil die Map halt auch in der Luft ist, Leute. Und jetzt ist auch die Zeit um. Wir gehen in die nächste Map. Was hat Lost Temple für uns auf Lager? Hier interessiert mich halt auch direkt, was hier hinten so abgeht. Am Strand, Mann. Hier kann man einfach am Strand rumlaufen. Einfach hier rausrennen. Kann ich da drüber? Komm schon, komm schon, komm schon. Nein! Man fliegt halt teilweise überall durch. Hier wahrscheinlich die Stangen auch, oder? Ja, guck mal. Die Messer hitten einen, aber diese Holzstangen, wo die Messer dran sind, da passiert einem einfach nichts. Okay, dann will ich jetzt mal testen. Kann ich hier drauf springen? Ja, kann ich. Kann ich hier komplett
oben drauf. Okay, kann ich auch. Kann ich einfach... Nee, okay. Wie gesagt, die Mitte ist immer durchlässig und so ist es auch immer bei der Ziellinie. Über der Ziellinie ist ja auch immer so ein Ding. So eine Vorrichtung hier, aber da fliegt man dann zack ins Ziel rein. Okay, verstehe schon. Hier können wir jetzt auch ganz easy durchspringen. Hier außen kann man wahrscheinlich auch laufen. Okay, kann man hier auf die Palme? Nee. Okay, das ist alles nur Deko und man kann nichts damit anfangen. Was mich interessiert, kann ich hier oben drauf? Nein, ist auch durchlässig. Bin da einfach komplett durchgesprungen gerade, Leute. Okay, jetzt sind wir hier weitergesprungen und guck mal, können wir hier hoch? Nein, da ist eine Barriere. Was? Das haben die gefixt? Lol, okay. Also es ist halt echt komplett interessant, was hier so abgeht. Nee, hier kann man nicht durch. Mich interessiert, jetzt kann ich auf die Kugel drauf gehen. Geht das vielleicht? Komm schon, komm schon, komm schon. Auf die Kugel. Ich kann zwar drüber springen. Es ist halt sehr, sehr schwer, die Kugel hier zu treffen. Nee, die hat halt so ein Schadensding, wo du einfach nicht drauf stehen kannst und einfach weggehittet wirst. Ich versuche jetzt mal von innen nach draußen zu gelangen. Nee, geht auch nicht. Hier ist einfach eine Barriere, Leute. Das funktioniert leider nicht. Auf diesen Schlangenkopf kann ich wahrscheinlich dann auch nicht drauf. Nee, kann ich hier außen rumlaufen? Doch, hier geht es. Okay, aber hier ist wieder eine Barriere. Hier kann ich nicht weiter. Funktioniert nicht. Und hier fliegt man... Lol, wo bin ich denn jetzt? Ja, moinsen. Bin einfach hier drinnen. Ich war gerade einfach der Ball. Hier kann... Oh, jetzt bin ich aber komischerweise auf der Flagge drauf. Leute, ab zur nächsten Map. Wir sind jetzt hier bei Jungle Roll. Und hier ist es jetzt sehr, sehr interessant. Denn hier kann man, glaube ich, um die komplette Map außenrum auf dieser Wiese hier laufen. Das werde ich jetzt einfach mal ganz schnell testen, ob man hier überall sliden kann und überall laufen kann. Denn wenn das möglich ist, komplett OP, Leute. Und ja, man kann hier einfach komplett außenrum laufen, ohne irgendwelche Hindernisse zu berühren. Zieht euch das mal rein. Einfach komplett außenrum. Zack. Ich bin hier einfach einmal um die Map. Aber was komisch ist, man kann hier halt nicht... Ah, doch. Lol. Was war das denn? Okay, ich bin da gerade außerhalb der Barriere geglitscht. Okay, Leute. Okay, das ist auch interessant, Leute. Sehr, sehr interessant. Oh, an manchen Stellen kann man durchfliegen. Verstehe schon, Stumblegeist. Aber ich springe hier einfach drüber. Let's go. Und jetzt will ich noch einmal hier drauf. Ja, aber irgendwo fällt man dann hier runter. Kann ich hier oben drauf? Ja, okay. Mal gucken, gibt es hier unten irgendwie versteckte Sachen? Kann ich hier drauf? Ja, lol. Also irgendwie kann man an voll vielen geheimen Orten hin. Abkürzungen, weiß ich nicht, ob das wirklich Abkürzungen sind, weil die meisten Dinge, die ich gerade hier zeige, die verlangsamen einen ja nur. Hier oben kann man auch drauf und wahrscheinlich beim Ziel, dann kann man auch oben drauf. Ja, aber wenn man dann hier oben drauf geht, dann rutscht man einfach ins Ziel rein. Die Flaggen sind halt auf jeder Map durchlässig. Okay, verstehe schon, Leute. Das ist halt echt krank. Oh, okay, guck mal. Manchmal fliege ich einfach durch. Verstehe schon. Ich verstehe das ganze System schon. Ja, ja, ja. Und ich glaube... Die nächste Map wird Icy Heights sein, die wir uns anschauen. Das interessiert mich halt auch komplett, was da so abgeht. Aber ich finde es halt so nice, mit diesen Super Jumpy überall hinzukommen. Aber die Seerosen, nee, es wäre halt so nice, wenn man da einfach so drauf jumpen könnte wie in Fortnite. Aber es funktioniert nicht. Nee, funktioniert einfach nicht. Sehr, sehr schade. Ey, das wäre aber krank gewesen. Das wäre sowas von krank gewesen. Und die Runde ist vorbei, Leute. Und ab zu Icy Heights. Was geht in Icy Heights so ab? Mal gucken, was hier hinten so abgeht, Leute. Gibt es hier irgendwo ein geheimes Versteck oder so? Ein geheimes Versteck? Nee, gibt es nicht. Ein geheimen Ort gibt es hier auch nicht. Aber was mich interessiert, kann ich mich hier hoch... Yo! Yo! Was ist das denn? Warte mal, warte mal. Man muss hier drauf... Wow, okay, okay, wie nice ist das denn? Zieht euch das rein, wie weit ich nach vorne bin. Okay, das ist krank. Also, wenn man auf diese roten Dinger oben drauf springt und dann nochmal die Springentaste drückt, dann wird man komplett nach oben geboostet. Zieht euch das rein. Okay, man muss halt direkt oben drauf. Oh, wartet. Oh, das ist halt komplett schwer, weil ich halt richtig timen muss, Leute. Und... Nein. Ey, ich muss mal gucken, ob ich von hier bis nach da hinten komme. Das ist ja krank, Leute. Das ist ja krank. Ja, holy moly, wie krass ist das denn? Einfach die halbe Map übersprungen. Ey, Leute, das ist krank, das muss ich hier auch mal testen. Yo, okay, okay, okay. Und? Digga, was ist das? Kann mir das jemand erklären? Kann ich hier so auf den Berg drauf? Wow. Nein, nein, ich habe es nicht überlegt. Alter, das ist schon krank, Leute. Aber kann ich hier auf diese Flächen nicht drauf? Oh nee, da rutscht man die ganze Zeit runter. Und in die Kanonen kann man wahrscheinlich auch nicht rein. Ja, die sind auch durchlässig. Wie krass ist das denn? Holy moly. Das ist echt krank, Leute. Hier drauf kann man wahrscheinlich auch nicht gehen. Nee, wie bei den anderen Maps auch. Aber ich will hier irgendwie auf diesen Berg drauf. Ihr seht ja diese komischen Flächen hier. Da sollte... Nee, geht nicht, geht nicht. Da rutscht man einfach runter. Ey, wie krass ist das denn, Leute? Also das ist das, was
mich am meisten geflasht hat hier. Einfach die letzte Map mit diesem Super Jump. Wow, Alter, wie nice ist das denn, Leute? Man sieht einfach die komplette Map. Das ist sehr, sehr krank. Wow, okay, Leute. Also, das muss ich mal im normalen Game versuchen. Da, Digga, was ist das? Was ist das, Leute? Holy. Das ist sehr, sehr krank. Seid mal ehrlich, Leute. Das ist sehr, sehr krank. Yo. Aber sonst gibt es halt nicht so viele krasse Dinge hier, weil auch diese Map in der Luft ist und man hier nicht so viel machen kann, außer auf diese ganzen Flächen, die halt bestehen. Aber die meisten boxen dich halt weg. Und das hier boostet dich halt komplett nach oben. Und ich würde sagen, wir versuchen mal ins Ziel zu kommen. Und bam. Und wir sind im Ziel. Und das war's mit der heutigen Folge, Leute. Macht das Ganze auf keinen Fall nach. Lasst ein Like da unten, ein Abo. Kuss geht raus. Euer Flakes. Ciao.